Winfried Nachtwey spricht jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im November 2002 hatten wir mit einer Gelegenheit mit einer Delegation des Verteidigungsausschusses das deutsche Polizeiprojektbüro in Kabul zu besuchen, eben aus der Erkenntnis heraus, von welch entscheidender Bedeutung der Polizeiaufbau bei einem solchen Stabilisierungsprozess ist. Und wir erfuhren damals, wie die Ausgangsbedingungen waren. 20 Jahre lang keine Polizeiausbildung, eine ganze Generation für eine Polizei verloren, dann die kriegerischen Auseinandersetzungen, sowieso 600.000 Bewaffnete im Land, die Polizei, die sogenannte Polizei in Kabul, nichts an technischer Ausstattung, kein Funkgerät, 2, 10 PKWs, die von irgendwelchen Privaten zur Verfügung gestellt waren. Das war die Ausgangsbedingung. Und was dann die 12 Beamtinnen und Beamten in diesem ersten Jahr hingekriegt haben, war bewundernswert. Auch bei der Polizeiakademie mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks. Zu dem Zeitpunkt waren schon 1400 Polizeischüler des mittleren und höheren Dienstes, also eben in dieser Polizeiakademie. Das war gut, was da geschafft wurde. Und in den Jahren danach habe ich bei mehreren weiteren Afghanistan-Besuchen erfahren, wirklich, was diese kleine Gruppe von Polizisten und Polizistinnen dort an gutem Dienst geleistet hat, dass dieses deutsche Polizeikonzept eben mit der internationalen Führungsrolle durchdacht war, gründlich und rechtsstaatorientiert. Und für diese Arbeit ist den dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten ausdrücklich, finde ich, vom Parlament zu danken. Aber immer deutlicher wurde dabei auch, dass welche enorme strategische Bedeutung der Polizeiaufbau und der Justizaufbau hat. Allerdings, das, was dort beim Polizeiaufbau und mit der Polizeihilfe geschah, geschah praktisch außerhalb jeder politischen und öffentlichen Wahrnehmung. Und muss auch sagen, gilt auch für mich, dass wir damals die Herausforderung, die Dimension der Herausforderung bei Weitem unterschätzt haben. Und diese Kluft zwischen dem, was gemacht wurde, international und deutsch, und dem, was eine Herausforderung war, das brach wirklich heraus Anfang 2006 mit der ISAF-Erweiterung, wo die Polizei gar nicht in die Fläche hinterherkam, als die Gewalt zunahm und dann also eben gerade im Süden Polizei völlig überfordert war, zum Teil dann besonders also eben zum Opfer wurde, der rasant ansteigende Opiumanbau, das alles. Und dann, wenn man sich vorstellt, Polizisten $60 bis $70 also eben im Monat und Taliban-Söldner $200, $250 im Monat. Ist doch klar, in welche Richtung es da geht. Also, und wer reagierte auf diese enorm deutlich werdenden Herausforderungen? Von der Dimension her nur die Amerikaner, die dann nämlich von ihrem Etatansatz von 200 Millionen auf 1,6 Milliarden gegangen sind, 600 Berater, dann ist völlig richtig festgestellt worden, mit einer fragwürdigen Polizei- und Ausbildungskonzeption, aber trotzdem die aber als einzige die Dimension erkannt. Und da sollte dann die EUPOL, die Europäische Polizeimission, im Juni diesen Jahres diese Aufgabe, womit in der Tat Deutschland überfordert war, auf breitere Schultern bringen. Diese breiteren Schultern, muss man inzwischen sagen, sind nicht gekommen. EUPOL ist immer noch gefangen in enormen bürokratischen, also eben Anstrengungen, damit also eben vor allem beschäftigt, damit blockiert, muss man sagen. Inzwischen, EUPOL bringt weniger nach außen als vorher das deutsche Polizeiprojekt. Wir haben nicht mehr zusätzlich an Fahrzeugen im Aufgabenzuschnitt begrenzt, haben nichts mit unmittelbarer Fortbildung, Ausbildung zu tun und dann nichtmals etwas an Projektgeldern, was dort also eben auch ein A und O ist. Und ich muss sagen, wenn jetzt nicht bei der Europäischen Polizeimission eine schnelle Wende zum Besseren kommt, dann ist ein Scheitern dieses Eckpfeilers der Stabilisierung Afghanistans vorprogrammiert und etwas Zweites, dass dann die Amerikaner einfach alles übernehmen. Alles übernehmen, dann aber eben in eine Polizeirichtung, mit der wir alle nicht einverstanden sein können. Und deshalb die dringende Aufforderung an die Bundesregierung, endlich
mit den Beschönigungen der Situation des Polizeiaufbaus in Afghanistan in all ihren offiziellen Verlautbarungen endlich aufzuhören. Das, was Sie da bringen, ist ein galoppierender Realitätsverlust. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, was die Beamtinnen und Beamten vor Ort sagen. Dann, dass wir sie eben wirklich zu einer Beschleunigung und Intensivierung des gesamten europäischen und deutschen Engagements kommen. Und hierzu haben wir Ihnen konkrete Vorschläge mit dem Antrag gemacht. Einiges davon ist umstritten, einiges davon ist auch bei uns umstritten. Aber nehmen wir den Streit als Anlass, uns endlich ganz anders damit zu beschäftigen. Denn, bitte, heute beschäftigt sich der Deutsche Bundestag zum ersten Mal mit dieser strategischen Frage der Afghanistan-Stabilisierung. Vor wenigen Tagen hat der leitende Kriminaldirektor Jürgen Scholz die Leitung der EUPOL-Mission übernommen. Wir wünschen ihm gerade in dieser schwierigen Situation eine glückliche Hand, aber die dort von uns eingesetzten Polizistinnen und Polizisten brauchen auch endlich unseren politischen Rückenwind. Danke.